Also wir haben langsam das Pattern erkannt. Viele der Gruppen lösen Probleme, die sie selber in ihrem Alltag, wenn sie hacken, wenn sie was machen, die ihnen über den Weg laufen. Und so ist es auch bei unserer nächsten Gruppe. Da geht es wieder ein bisschen mehr um den Hardware-Teil. Was passiert, wenn einem die entscheidenden Teile im entscheidenden Moment fehlen? Und das erklären euch Finn und Bjarne, die auch mit Jens noch zusammengearbeitet haben, der aber heute nicht da ist. Und das ist das Projekt Alpaka Post. Einen herzlichen Applaus. Hallo. Das Licht stimmt auch nicht. Ah, ja. Vielen Dank für den Applaus. Wir sind, wie schon gesagt, Bjarne, Jens und Finn und unser Projekt heißt Alpaka Post. Das Problem war, was uns zu dieser Idee gebracht hat, war, dass Lieferdienste häufig verspätet sind, dass sie teuer sind und umweltschädlich und keine Lieferungen am selben Tag passieren, im Normalfall. Die Lösung zu dem Problem war dann eine Mitnehmzentrale. Also jeden Tag fahren Menschen sowieso Strecken durch ganz Deutschland. Warum sollen sie dann nicht mein Paket mitnehmen? Die Umwelt belastet das dann eigentlich auch nicht viel mehr. Und man könnte ja zum Beispiel auch in Hackspaces diese Pakete umlagern, sodass wir über verschiedene Städte dann zu meiner Zieldestination kommen. Gemacht haben wir das Ganze, oder implementiert haben wir das Ganze in einer iOS-App und in einer Progressive Web-App, in einer PWA. Ich würde auch mal kurz die Demo, die App demonstrieren. Einen Moment. Ja, so sieht die aus. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel mal schauen, wie ich am besten von der Seabase hier in Berlin zu Jugendhackt in diesen Saal kommen würde. Und jetzt sehe ich hier schon eine relativ schnelle, effiziente Route. Das geht auch im Querformat hier. Und jetzt kann ich hier, gelenkt über mehrere Hackerspaces, kommt mein Paket hier wahrscheinlich hoffentlich schnell, so schnell wie möglich hier in Saal 1 an. Falls ich jetzt auch selber gerne eine Route fahre, kann ich die hier einfach eintragen und das an unseren Server schicken. Wenn ich dann sehen will, wo mein Paket ist, kann ich das auch hier tracken und sehe jetzt zum Beispiel, dass mein Paket, was jetzt bald hoffentlich so schnell wie möglich in Leipzig ist, gerade sich in Köln befindet. Ja, wie schon gesagt, haben wir eine iOS-App programmiert. Das haben wir mit Swift und der Apple Map gemacht. Außerdem haben wir die PWA mit JavaScript, HTML, CSS, Leaflet und OpenStreetMap programmiert. Das Backend wurde mit Node.js und MariaDB programmiert. Das Ziel von Jugendhackt ist ja auch nur ein bisschen die Benutzung von Open Data zu promoten. Das haben wir auch gemacht. Wir haben die API von den Hackerspaces benutzt, die uns über 130 Hackerspaces in ganz Europa zur Verfügung stellt. Wie auch Bjarne schon gesagt hat, haben wir dann noch in einer MariaDB die Nutzer gespeichert und auch die Verbindung, die es gibt, also Standort und Startort und Zielort und Volumen und Gewicht des Paketes gespeichert. Genau. Ja, das ist hier die PWA. Man sieht hier ganz viele Hackerspaces aufgelistet und hier oben links in der Ecke, ich weiß nicht, kann man sehen, kann ich jetzt mal zwei Hackerspaces auswählen, zwischen denen ich mein Paket transportieren möchte. Und das mache ich mal und dann wird hier eine Luftlinie gezeichnet. Das ist noch nichts Großes. Da soll aber in Zukunft die Route berechnet werden und ja, das soll dann, genau. Also normalerweise sollte jetzt eine Tür klingeln, erscheinen. Hier ist das Paket. Einmal um die halbe Welt geliefert. Vielen Dank. Super, ganz vielen lieben Dank. Ich glaube, ihr hattet es eben schon mal kurz angesprochen. Habt ihr schon eine Funktion drin, die verhindert, dass da übertrieben riesige Dinge transportiert werden? Weil es ist ja zum Beispiel bald wieder Chaos Communication Congress und ich kann mir vorstellen, dass jemand die App benutzen möchte und denkt, ach, das ist super, ich habe das eine oder andere Server-Rack, was ich gerne nach Leipzig transportieren möchte. Und dann habt ihr gedacht, ach, ich mache da mit bei der App und trage mich mal ein und plötzlich explodiert euer Auto, weil nicht genug Platz dafür ist. Hattet ihr das schon mit drin? Genau, also wir beachten das Volumen und die Masse. Super. Das kann man dann auch einstellen und dann wird das dementsprechend verteilt an verschiedene Autos. Und dann kann man auch einstellen, dass man ab einem bestimmten Volumen oder einer bestimmten Masse nicht zur Verfügung steht. Ja, genau. Super, alles klar. Ganz vielen lieben Dank und nochmal einen herzlichen Applaus für das Projekt Alpaka Post.